Das Geheimnis der Blumen und ihre Botschaft. Das will ich euch heute verraten und damit grüße ich euch mit einem bunten Blumenstrauß. In unterschiedlichen Kulturen glaubt man, dass die Schönheit der Natur ein Abbild des Jenseits sein kann. So hatten weise Menschen schon in der Antike eine Naturphilosophie und die Vorstellung, dass sich in der Natur höhere göttliche Kräfte ausdrücken. Empfinden wir nicht auch die Blumen als einen besonderen Ausdruck des Himmels? Und sind sie nicht in allen Zeiten wunderbare Begleiter der Menschen? Blumen sprechen ihre eigene, aber wertvolle Sprache, die deutlich, stark und hell ist. Blumen bringen unsere Gefühle zum Ausdruck, intensiv und leidenschaftlich, in Freude, Glück, aber auch im Leid. Jede Blume hat eine besondere Bedeutung und Aussage. Klassisch ist dabei die rote Rose. Sie unterstreicht die große innere Liebe. Astrologisch gesehen vereinen sich in ihr Venus und Mars. Die Venus symbolisiert den duftenden Kelch der Blüte und der männliche Pendant Mars steht für die Dorne der Rose, die sie schützen soll. Heißt nicht das Geschenk der roten Rose, ich liebe dich? Die Chrysantheme sagt, mein Herz ist frei. Und das Edelweiß, du bist wunderschön. Die Gladiole meint, sei nicht so stolz. Und die Iris, ich bin dir treu und stehe immer zu dir. Jedoch die Aster bringt zum Ausdruck, du bist mir nicht treu. Die Amaryllis zeigt, ich bin sehr stolz, dass ich mit dir befreundet bin. Und die Dahlia, ich bin schon vergeben. Eine geschenkte Distel sagt, die Sache ist mir zu gefährlich. Und eine Jasmin, du bist bezaubernd. Die Narzisse, du bist ganz schön eitel. Die gelbe Nelke, ich verachte dich. Und die weiße Nelke, ich bin glücklich, dich zu haben. Die rote Tulpe, meine Liebe zu dir ist ewiglich. Und letztendlich das blaue Vergissmeinnicht. Dieses sagt und bittet, bitte vergiss mich nicht. So merkst du, dass die Sprache und Botschaft der Blume nicht immer die Liebe ist. So manche sagt auch deutlich unschöne Worte, die uns nicht gefallen und nicht unbedingt, dass wir sie hören wollen, sozusagen durch die Blume sprechen. Betreffend der Blumen haben wir Menschen unterschiedliche Vorlieben. So gibt es eine oder mehrere Blumen für jedes Sternzeichen, die im Besonderen zu ihnen passen. Und darüber werdet ihr zum Wochenende von mir mehr erfahren. Bis dahin seid gespannt. Eure Diria.